habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Man kann über Lady Comstock sagen, ihr dass wisst man jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hat ein Kind? Okay. In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Die jugendfreie Version. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Ich bräuchte hier Hilfe. Es ist nicht immer krimineller. Leute dazu gezwungen, das aufzusagen, oder? Mhm. Aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ja, genau. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Ja, schön, jetzt lass mich darüber. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Wir sehen da! Geschütz, schnell! Ja. Kämpfe!
Schwänzchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bucke? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Ich glaube, Alicia hat sich bei dir gerecht, Schatz. Sag mal, nennt man das Wallhack? Ups. Hier ist etwas Geld. Hier. Perfekt getimt. Gegen das Knie getippt und dann auf die rechte Hand gepatscht. Scheiße, du war doch noch leer. Wir müssen nicht auf das unschuldige Gucken reingefallen. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Was will der? Wollen die denn immer mit dieser scheiß Panzer vor was? Der hat neben dir gekriegt, konntest du nicht widerstehen. Mhm. Könnte man jetzt echt komisch verstehen. Im Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein zu jener Schlag von Mann, der voll und schein Vaterlandswald. Und hier bei dem Himmel beugte Comstock das Knie. Da fangen alle an zu labern. Ich wandle im finsteren Tale. Erhebe meine Betsy und schoss den Feind nieder. Mit ein paar Schuss. Ende. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. Grüß dich, Rocky, ne? Wie schaut's aus? Wie lange hast du noch? Oh, eine Gatling. Hilf mir mal mit dem Schloss. Mal sehen, was ich tun kann.
geschafft. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Gut so. Irgendwie brutzelt es dort. Ist das? Slate. Er ist hier. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet ihn raus! Dann hast du mir doch eigentlich gerade schon alles dafür, erzählt, was ich wissen wollte. Okay. Gut. Wunderbar. Hervorragend. Gib 1 plus mit Sternchen. Also ob ich den dann nun anschieße oder nicht, das bringt irgendwie nichts. Bitte sehr. Schön. War es das mit dem Blechmann? Ja. Hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, David! Enttäusche die Jungs nicht! Was ist schon ein Leben verglichen mit dem Glauben? Kein Blechsoldat! Was du gesät hast! Läuft die Schrottmühle vor mir weg. Danke dir. Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Zu dir hochkommen könnte, wäre ich jetzt schon da. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der
Little Big Horn. Dazu sage ich nichts. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Hier. Gut. Kartenspiel? Ist ja nicht so, was man da lernt, ne? Also. Oh, Mädel! Stehen wir doch nicht andauernd im Weg. Naja, auf jeden Fall trainierst du deine Nieren. Weiß ich, wie die befördert werden. Wie viele Flaschen kannst du auf Ex auf? Dementsprechend kriegst du auch deinen Rang. Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Ich kam im Duo und ging im Duo. Salzen versorgen. Danke. Versorge mich lieber mit Muni. Mit Betsy Muni. Naja, die vertragen halt irgendwie wie alle nichts. Also die Frage ist, wie die Beförderung befördert wurde. Wir haben hier schummelt dabei. Irgendwie zum Häuschen Asche geworden. Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Brauchen wir Geld?
Immer. Also. Apropos Geld, ne, Rocky? Ich hab das nicht vergessen. Schuppdiwupps, wir sehen ihn das nächste Mal erst wieder in 4 oder 5 Monaten.